Hey Freunde, wir packen heute ein Paket aus von Sugar Gang. Hier sind Süßigkeiten drin von der ganzen Welt und die probieren wir jetzt zusammen und sind auf jeden Fall mega gespannt. Ja, fangen wir direkt mal an. Hier könnt ihr schon mal sehen, ist auf jeden Fall prall gefüllt, die Box. Falls ihr auch was bestellen möchtet, hat uns Sugar Gang freundlicherweise einen Rabattcode zugeschickt von 10%, falls ihr euch was bestellen möchtet. Und ja, fangen wir einfach an. Nehmen wir mal hier diese Porkies. Ist wahrscheinlich wie in Deutschland die Mikados, die man kennt. Danke. Hier mal wieder. Ja, Mikados halt einfach mit Erdbeeren, ne? Ja, würde ich sagen. Ja. Jetzt probieren wir die Sour Patch Kids. Sind extrem sauer einfach. Danke. Ich auch eins. Probieren wir mal. Was soll jetzt sauer sein? Ja, die gehen sogar. Hä? Das ist ja übelst das Game. Sind auf jeden Fall mega lecker. Aber nicht so krass. Das ist eher was für Anfänger. So, als nächstes haben wir Donuts. Die sehen böse aus. Hier. Danke. Go. Oha. Die sind geil. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Will ich mir auf jeden Fall nochmal bestellen. Punktzahl, was willst du sagen? 8 von 10 gebe ich. Ja, als nächstes probieren wir die Reese's 2 Peanut Butter Cups. Die sehen auf jeden Fall sehr aggressiv aus. Perfekt, 2 Stück. Danke. Oh Gott. Und für mich. Übelst viel Erdnussbutter wieder. Aber sehen sehr lecker aus. Nur Zucker. Ja. Aber echt gut. Sehr lecker, aber halt sehr viel Zucker. Sehr viel Zucker. Ist schon geil. Ja, hat was. Hat was. Punkte? Eine 9 von 10. Ist schon sehr lecker. 6,5 von 10. Viel zu viel Erdnussbutter. Oder Oreos. Oh, Oreos. Komm, die nehmen wir. Ja. Nehmen wir die Oreos. Ice Cream Oreos. Irgendwie pinkes Design. Sieht böse aus. Schau mal. Und sehr gefährlich. Da noch eine Folge Jojo. Wir haben eine pinke Füllung. Was ist das für ein Geschmack? Ice Cream. Ah, schau mal. Weiß ich nicht. Bisschen Zahnpasta-Feeling. Es gab ja 2016 diese Pranks, wo man Zahnpasta reingetan hat, genauso schmeckt's. Muss ich zugeben? 5 von 10. Ne, 4 von 10. Weil viel schön vielleicht sein. Als nächstes nehmen wir mal Fanta. Was ist das für eine Sprache? Ah, Fanta Huang Viet Quatsch. Irgendwie Heidelbeeren oder so, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Besser als die Oreos. Riechen tut's nach Energy. Wenig Kohlensäure und geschmacktechnisch irgendwie, als hätten wir ein paar Heidelbeeren in Wasser getan. Ja. Aber es ist blau. Sieht sehr cool aus. Blau ist gut, von daher. Ja, hat einen ganz leichten Geschmack nach Blaubeere. 7 von 10. 6 von 10. Das ist diese Oreo-Kekse, oder was das sein soll. Oreos mit Schokoladen nochmal drüber. Weil es noch nicht genug Oreo drauf. Ja. Schokolade. Mal schauen. Boah. Ach du Scheiße. Das ist ganz einer. Böse. So sieht er aus. Ach du Scheiße. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr süß aus. Wahrscheinlich. Ich hab wahrscheinlich einen Zuckerschock bekommen, aber naja. Aber ist sehr fluffy von innen drin. Kommt böse? Kommt sehr, sehr böse. Ich finde es gar nicht mal so süß. Das muss sein, da fand ich die Reese's echt nochmal schön krasser. 8 von 10. 8 von 10. Schmeckt schon sehr gut. Also ich muss sagen, besser als gedacht. Ja, aber es ist eher so ein Schokoladenkuchen aus dem Supermarkt. Also es ist nicht wirklich Oreo-Geschmack. Finde aber ich auch nicht. Schmeckt gut. Das ist schon so eine 7,5 von 10. Ja. So ein kleiner Oreo-Kuchen. Ja, so kann man sagen. Ja, als nächstes würde ich mal sagen, probieren wir mal diese Chips hier. Habe ich auch bei Monte gesehen. Chetitos heißen die. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ja, das sind, denke ich mal, einfach Käsechips. Boah, sehr Käse. Ja, Deutsch. Ja, Käse. Da haben die ein bisschen Käse dazu geaddet. Doch, die schmecken gut. Die sind 9 von 10. Ja, das ist gleich. Ja, 9 von 10. Sehr käsrig halt. Ja, schmecken auf jeden Fall sehr gut. Kann man empfehlen. So, das, was wir vorhin hatten, war ja etwas lau vom Sauergehalt. Deswegen haben wir hier noch Warheads Extreme Sour. Ich bin mal gespannt. Ja. Sieht sehr nach Center Shock aus. Nochmal enttäuschen sie uns jetzt hier nicht, ne? Ey, locker bleiben. Cheers. Cheers. Auf. Ja, noch was.
Also anfangs echt intensiv, aber dann halt ein Kaugummi. Aber die sind auf jeden Fall besser als die vorher. Ja, es gibt da verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich habe Pineapple, was hast du? Mango Melon. Die ziehen. So, das war's jetzt erstmal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wir konnten euch inspirieren, auch dort mal zu bestellen, weil die Sachen sind wirklich gut. Vergesst nicht den Rabattcode, SLMIR10, damit spart ihr noch 10%. Und haut rein. Wiederschauen und reingehauen.